Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Ja, lieber Joachim Schaffer-Suchomehl, wir waren uns hier sehr schnell nahe. Du hast mir gleich das Du angeboten. Herzlich willkommen, grüß dich, danke für deine Zeit. Ja, ich freue mich sehr auf das Interview. Schön. Was möchtest du, Joachim, denn der Welt so hinterlassen? Du bist auch einer, der nie in Pension geht, offensichtlich. Für mich ist das Wichtigste zu wissen, wie Entwicklungsrhythmen funktionieren. Wir haben biografische Entwicklungsrhythmen, kennen ja die Wechseljahre, wo so ein Umbruch stattfindet. Bei vielen geht es dann bergab. Manche schaffen die Kurve, bekommen die Kurve. Und ähnlichen Rhythmus gibt es auch in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wir sind jetzt an einer Schnittstelle, wo eine Wende zum Guten geschehen kann. Es gibt sehr viele aufmerksame Menschen, die da mitdenken und mitwirken. Es gibt aber auch einen Gegentrend, die so weitermachen wollen wie bisher. Und da fällt es ab, da funktioniert die Zerstörung, die immer wieder in die Zerstörung, Wiederaufbau, Konsolidierung, Zerstörung in diesen Kreislauf mündet. Ja, Joachim, ich habe ganz viele Fragen. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Das sind meine Fragen. Ich habe es wirklich weggelassen, weil ich habe ein bisschen geschaut, du bist so vielschichtig. Es gibt so viele Zugänge und ich bin ein Fan davon, dass das Gespräch auch in der Situation entsteht und nicht immer alles so geplant werden muss. Unsere Verbindung ist ja Manfred Hohensinner von Futura, der hat uns tief begeistert. Und ich habe ein Bild hier, wo ja. Manfred mit einem zweiten Visionär drauf ist, mit Klaus Fronius. Und bewusst gemeinsam leben steht als Drehscheibe für Lebensmittelversorgung, Rückbesinnung zur Natur und Energiesicherheit. Also diese beiden Komponenten Lebensmittel, Energie. Was könnten wir denn tun, um im Lebensmittelbereich unabhängiger zu werden? Was ist denn die größte Ressource, bezogen jetzt einmal auf Österreich? Die größte Ressource ist immer, also es gibt ja immer die zwei Ebenen, Ratio und Emotion. Und wir leben, egal ob Österreich oder Deutschland, wir leben viel zu stark in der Ratio. Die Ratio ist ja bedingt durch den Wiederaufbau, den können wir nicht mit der Emotion machen, den konnten wir nur mit der Ratio schaffen. Das hat ja zu einem Wirtschaftsboom geführt. Und die Überbetonung der Ratio führt zu Ökonomie first. Das Geld regiert die Welt. Und was es auf der anderen Seite braucht, ist genau das, was Manfred immer sagt, Geschmack. Denn was schmeckt, schmeißt man nicht weg. Und Geschmack soll in Verbindung stehen mit Gesundheit. Und es braucht vor allem die Verbindung Erzeuger, Erzeugerinnen und den Handel. Und, weil wenn das auseinanderklafft, wenn Erzeuger und Kunden auseinanderklaffen, dann wird es immer problematisch werden. Wir machen ja eine Pressekonferenz, wo eben der Manfred auch sagt, diese Verbindung zwischen Erzeuger, diese gläserne Produktion und eben den Konsumenten, dass man auch wieder Bewusstsein hat. Und wir machen das in Wien. Also es ist auch ein Impuls von Manfred, das nicht im ländlichen Bereich, sondern wirklich in der Großstadt zu machen. Stadt braucht Land, umgekehrt. Und so wie es im Frühjahr war, dass die Versorgung wirklich auch aus dem ländlichen Bereich kommt. Ja, dieser Wandel, die Emotion, wir sind ja sehr rational geprägt, aber die Emotion ist halt etwas, und wir führen ja ein Zitat von dir an, dass die Ökonomie eigentlich nur ein Hilfsmittel zum ökologischen, sozialen Bindeglied ist. Aber wie erkläre ich das einer Bank? Wir sind immer noch bewertet rein in materiellen Geld, also in der Ökonomie. Wie lässt sich das verbinden? Was wären denn so erste Schritte dazu, um dahin zu kommen? Ja, also erklären kann man es gar nicht, weil das ja schon wieder die Ratio ist. Es geht ums Fühlen. Wenn wir es schaffen wollen, dass ökologische Veränderungen passieren, soziale Veränderungen passieren, dann müssen wir es fühlen. Wer nicht fühlt, der merkt ja gar nicht, dass es dem anderen schlecht geht. Der merkt nicht mal, dass es ihm selber schlecht geht. Der kann auch nicht merken, dass es den Tieren in den Ställen schlecht geht oder der Natur schlecht geht. Und ähnlich ist es auch mit Banken. Die Leute von Banken sind Menschen.
Und ich habe zum Beispiel zu dem Direktor meiner Bank, ich habe ein wunderbares Verhältnis. Er ist Mensch, weil wir uns auch menschlich begegnen. Und das Kunststück in solchen Gesprächen ist, diese menschliche Ebene in den Vordergrund zu geben. Der Mensch im Mittelpunkt, es war ja ganz interessant, bei der Wirtschaftskrise 2008 hat es ein paar Unternehmer bei uns gegeben, Zotter, Sonnentor etc., die genau gegenteilig reagiert haben und eben mehr Umsatz gemacht haben. Und die Frage war von außen dann, ja, wie gibt es das? Und da waren damals vor über 10 Jahren schon die Komponenten, der Mitarbeiter ist ganz, ganz wichtig, er ist eingebunden als Mensch und nicht nur in der Rolle, die er zur Verfügung stellt und eben auch dieser nachhaltige, ökologische Bereich wirklich zu sagen, wie funktioniert so ein Konzept über Generationen. Und damals haben gesagt, naja, das soll jetzt der Wirtschaftswandel werden. Es ist mehr als 10 Jahre aus, signifikant hat sich nichts geändert. Wo wären jetzt wirklich die Hebeln, dass man mit der Nische, mit einzelnen Unternehmen wie Manfred Hohensinner etc., dass man da in die Breite kommt? Ja, also im landwirtschaftlichen Bereich die Veränderungen zu vollziehen, weil Landwirtschaft, Agrar, all das ist ja das, was unseren Boden, unsere Basis ausmacht. Wenn wir da einen Ausverkauf machen, dann werden wir ein Riesenproblem bekommen. Der Ansatzpunkt ist der, dass sich Bäuerinnen und Bauern erstmal untereinander verstehen und einen Konsens, ein gemeinsames Bild haben. Die haben momentan größtenteils ein Bild gegen etwas, aber sie haben kein Bild für etwas. Was soll denn Neues passieren? Also es braucht das Dagegensein und das Dafürsein, eine Vision. Und diese Vision braucht einen klaren Handlungsplan. Als nächste Stufe der Gemeinsamkeit ist es Bäuerinnen, Bauern und Bürgerinnen und Bürger, dass die Bauern nicht Lebensmittel produzieren für irgendjemanden. Die produzieren auch nicht für den Weltmarkt. Die produzieren, damit ihr Hof überlebt, damit in der Region etwas zu essen da ist. Und dass man das versteht, sie produzieren für Menschen und dürfen sich von diesen Menschen nicht entfremden. Das heißt, der Dialog Bauernschaft und Gesellschaft wird das A und O sein. Und am Ende eines solchen Dialogs sollte ein neuer Gesellschaftsvertrag zur Ernährung entstehen. Und diese Gemeinsamkeit, aus dieser Gemeinsamkeit entsteht eine so starke Bewegung und ein neues Image zu Lebensmitteln. Dieses Image, diese Bilder werden siegen. Das ist wirkliche Bildung. Und gute Bilder, die einen Konsens haben, die werden am Ende sowieso gewinnen. Das ist ganz, ganz ermutigend und schön, was du sagst. Ich sage jetzt nur mal, Manfred, diese bedarfsgerechte Erzeugung und auch das würdevolle Leben, was der Bauernschaft, die war entscheidend wichtig und wir stehen ja für die Entwicklung ländlicher Raum und wenn man sagt, was sind die Säulen, das ist ganz klar die Bauernschaft. Und wenn wir da ansetzen, sind wir jedenfalls dort. Es ist nur eines interessant, wieso sind so Ressourcen, die da sind, also dass man, wir haben eine Überproduktion Milch, Fleisch und es wird viel geben, da, ob man da direkt vom Markt mit dem in Kontakt sind, sagt, Pilze wäre so eine große Ressource. Wieso ist der Mensch so in Gewohnheiten gefangen? Und wie du sagst, es geht nur übers Fühlen, aber das Fühlen ist ja was Weibliches, das ist nicht zeitgemäß. Über das Fühlen kann ich keinen Betrieb führen, ich habe keine Kontrolle mehr und. Was brauchst du, dass wir uns da mehr einlassen auf diesen Bereich? Also wir Männer können ja auch viel weiblicher werden und Frauen können auch männlicher werden. Also diese Verbindung Männer und Frauen, es braucht die Verbindung Jung und Alt. Ein Fluss, ein Flow der Generationen. Momentan ist so, dass der Schlüssel der Macht ist bei Führungskräften zwischen 42 bis 60, 70. Ja, die Jüngeren haben nichts zu sagen. Also es braucht einen ganz anderen Flow von Entscheidungen. Und es braucht in der Tat Männer und Frauen als Führungskräfte. Sonst haben wir keine Balance. Also eine Entwicklung ist nur über eine Balance möglich. Wenn wir keine Balance haben,
dann sind wir damit beschäftigt, mit Not beschäftigt, nämlich eine Balance wieder zu erreichen. Wenn wir keine Balance haben in der Produktion, das heißt Überproduktion entstehen, die Überproduktion haben ja einen Hintergrund. Ja, die haben den Hintergrund Ökonomie first und haben den Hintergrund, dass das versucht wird, einen Niedrigpreis, also dieser Niedrigpreis zu wenig und zu viel Ware, hat ja einen Zusammenhang. Also wenn wir diesen Zusammenhang nicht stoppen, und den können wir nur stoppen, indem wir Ökonomie, Ökologie und Soziales als drei Bälle sehen, die wir jonglieren lernen. Und die Ökonomie ist das Werkzeug, um Soziales und ökologisches Notwendigkeiten zu schaffen. Ja, also wenn wir diese Zusammenhänge nicht verstehen, wird dieses zu viel, zu wenig, wird die gesamte Gesellschaft ergreifen. Es ergreift es sogar durch Klimaveränderung des Wetters. Zu viel Regen, zu wenig Regen. Ja? Wir haben sie in allen Bereichen. Was bleibt denn dem Bauern anderes übrig, wenn er zu wenig Geld für seine Milch bekommt? Wenn er das System nicht versteht und sich mit anderen Bauern zusammentut und seinen Preis bestimmt und sich mit der Gesellschaft zusammentut, dann bleibt ihm nur übrig, mehr zu arbeiten. Damit kann er es aber nicht schaffen, effizienter zu arbeiten. Dann haben wir statt 3.000 Liter in den 50er Jahren, haben wir dann 12.000 Liter, was eine Kuh maximal erbringt und ein System der Tiere zusammenbringt, bricht. Da kann man nicht mehr von Tierwohl sprechen. Das heißt Reduktion dieser Massenproduktion. Wenn wir alle Kühe auf die Weide tun, dann können wir gar nicht mehr so viele Kühe haben zum Beispiel. Und das ist eine Forderung, die essentiell für die Zukunft sein wird. Ja. Ich glaube auch, Joachim, dass da der Einzelne, also nicht irgendwelche bösen Organisationen, sind nicht böse, ne? Das Problem sind, sondern jeder Einzelne, wir dürfen alle andere Handlungen treffen und auch verstehen, was wir mit unserer Handlung sukzessive auslösen. Und eins war noch interessant, diese Perspektivenänderung, die wir uns wünschen. Wir setzen so ein Manifest in die Welt und von dieser Enge, von der Starre, von der Kontrolle in die Leichtigkeit, Freude. Und das wäre die junge Generation. Jetzt haben wir aber die Situation, dass oft Junge sagen, ich mag den Hof nicht mehr übernehmen, weil das oft nicht ermutigend war, was die da gesehen haben. Ja, also das Problem ist ja, wie man sagt, die Probleme sind zwischen den Ohren. Und das Problem entsteht ja dadurch, wenn ein Wiederaufbau wie Deutschland, Österreich, Europa gelungen ist mit einer bestimmten Gewinnstruktur und die war die Gewinn- oder Erfolgsstruktur, hat ja mit der Ratio zu tun, dann versuchen wir, das weiterzutreiben. Also dann ist der Mensch nicht in der Lage, den ergänzenden Gegenpol zur Ratio, das ist die Emotion, der Gegenpol zur Leistung ist Lebensfreude, dann sind wir nicht in der Lage, den Wechsel zu vollziehen. Und dann gerät die ganze Welt aus der Balance, weil mit der Überproduktion stören wir ja auch die Balance in anderen Ländern. Dann 175.000 Tonnen Milchpulver haben wir letztes Jahr auf den afrikanischen Markt geschmissen. Zum halben Preis, wie die Bauern dort produzieren können. So zerstören wir auch die Wirtschaft in Afrika und wundern uns dann, dass Flüchtlinge zu uns kommen wollen, da wo scheinbar das Paradies ist. Du hast ja gesagt, nicht gegen etwas, sondern für etwas sein. Diese Verbindung, männlich-weiblich, wir haben ein Patriarchat gehabt, das endet irgendwo, wir haben schon ein Matriarchat gehabt, wir sehen eben genau die Balance und dieses bewusst gemeinsam Leben, das sehen wir so. Also das ist wirklich bei uns Teambesprechungen, wir haben Mentoren, das, was du jetzt gesagt hast, sehen wir auch als ganz entscheidender Schlüssel. Und was wir auch noch als entscheidend sehen, wirklich die Perspektive insofern zu wechseln, dass wir sagen, wo gibt es Menschen, wo gibt es Unternehmer, die das schon vorleben und diese Energie zu bündeln und darüber in die Gesellschaft zu kommen, wo wir eben ein paar Schritte haben, wie einerseits die Pressekonferenz, das Manifest als Grundlage und wo wir wirklich auch durch die Regionen fahren, wofür es ist jetzt Zeit, also so eine Tour, wo man es wirklich Ermutigungen findet, denn eines ist
sehr, sehr schade und ich denke, das wird bei euch in Deutschland ähnlich sein, dass so wirkliche Pioniere, die ja nachweislich gut unterwegs sind, auch mit Gefühl, mit Hausverstand, mit Liebe, dass die oft nicht verstanden werden. Und da schauen wir, dass wir die in der Region eine Bühne bieten und dass über diese Pioniere faktisch das in die Gesellschaft strahlt. Und dann ist der nächste Schritt, weil das Sichtbarwerden in gewissen Kreisen so wichtig ist. Wir haben in Österreich gut 2000 Gemeinden und wir bauen einzelne Vorbildgemeinden. Wir nennen das lebenswerte Gemeinden auf, dass man einfach hinfährt und wo man sagt, boah, da fühle ich mich wohl und es ist rational gar nicht verstehbar, weil da geht es nicht um die Hardware, sondern da ist der Mensch. Also wir haben mal Kontakt mit Gerald Hüther und er spricht immer vom Objekt und Subjekt und dieses subjektbezogenen Du interessierst mich als Mensch, wäre so wichtig. Und das ist halt nicht erklärbar. Das alte Konzept war mal rational, war auch wichtig, wie du sagst, Aufbau. Mhm. Aber jetzt, ich glaube einmal, dieses Einlassen auf die Situation und eben nicht mehr dieses noch schneller laufen, noch mehr produzieren, der rein ökonomische Zugang. Und du bezeichnest dich auch als Ökonom, was ich sehr interessant finde. Mhm. Wenn du ein Ökologe wärst, würde ich sagen, ja, aber es ist sehr, sehr spannend, dass das aus deinem Munde kommt. Mhm. Nicht umsonst kam Corona um die Ecke. Ja, das ist, der Kosmos hat ganz heilende Impulse. Und das Runterfahren, dieser Lockdown, der war für Deutschland, für viele war das erstmal ein Segen. Viele haben erstmal gemerkt, wie erschöpft sie tatsächlich sind und dass sie so gar nicht mehr weitermachen wollen. Ja, abgesehen davon, dass es natürlich auch viele Insolvenzen und viele Dramen im Hintergrund gibt, wenn etwas zerfällt. Aber Krankheit ist ein Symptom, ist ein Signal für etwas. Kranksein ist ein Stopp. Ja? Das heißt, dass wir zurück zu unserem ursprünglichen finden. Also in dem Fall ist Krankheit auch ein Segen. Und interessant, ich untersuche ja Sprache, interessant ist natürlich, dass Corona ursprünglich Kranz, Kreis, fröhliche Runde bedeutet. Das ist die Ursprungsbedeutung dieser Krankheitsbezeichnung. Und das ist ein Wink mit dem Scheunentor, dass es darum geht, dass wir ein anderes Wir-Gefühl entwickeln und Wir-Bewusstsein. Ja, und von der Entwicklung des Bewusstseins der Menschheit sind wir jetzt an dem Punkt, dass das kollektive Bewusstsein, das Urvölker haben, das ja auch noch die Aborigines beispielsweise Australiens haben, wurde abgelöst durch den Individualismus der Neuzeit. Und aus Kollektivismus und Individualismus kann dieses Wir-Bewusstsein, also auf einer höheren Ebene, ein ganz neues Bewusstsein entstehen. Und wir sind an diesem Sprung, diesen Sprung auch zu schaffen. Und ich bin da ganz optimistisch, dass bei allen Geburtswehen, die noch kommen werden, dass wir diesen Sprung schaffen werden. Der ist ein Sprung, der geht über Jahrzehnte. Joachim, ich möchte das jetzt, den Erstimpuls kurz halten und würde dich wirklich bitten, das nochmal weiterzuführen. Wir sind ja in Kontakt und ja, gerade diese gewohnten alten Strukturen, wo nicht alles schlecht ist, zu verbinden mit Leichtigkeit, mit Freude, mit Fühlen, da noch einmal weiterzuführen. Hättest du abschließend noch einen Impuls, einen Satz an einen einzelnen Menschen, den man spricht immer so leicht, ja, jetzt einmal, ich kann nicht mehr, ich mache weniger, aber trotzdem sind wir ökonomisch ja noch in einem gewissen Gefängnis, weil die Bank interessiert halt eine Lebenszufriedenheit im Grunde nicht, sondern es geht einfach darum, dass man gewisse Zahlen hat, um zu überleben. Wie immer wir in die Situation gekommen sind, mit größer Höhe weiter, aber letztlich ist es einmal, ich brauche ein gewisses Einkommen, damit ich nächste Schritte setze. Wie konnten die Verbindung, wie könnten die funktionieren? Was könntest du da an einzelnen Menschen abschließend mitgeben? Also ich kann dazu sagen, dass Entwicklung beginnt von innen nach außen. Das heißt, wenn Einzelne sich nicht entwickeln, wird es auch keine große gemeinsame Entwicklung geben. Und
auch ich musste viele, viele Entwicklungsschritte durchmachen. Auch das Thema Geld, kein Geld mehr zu haben für das nächste Buch und die Miete zu bezahlen und so weiter. Ich empfehle, Lebensfreude sich wieder zu entwickeln, Lebensqualität nicht unter den Tisch fallen zu lassen, egal wie stark auch ökonomischer Druck sein wird. Wenn ich ökonomisch gedrückt bin und bedrückt in die Bank gehe und meinen Dispo erhöhen will, da kann ich froh sein, wenn sie mir das Konto nicht kündigen und fällig stellen. Es ist wichtig, der Bankberater und Direktor ist ein Mensch, wie ich es am Anfang gesagt habe. Wenn wir menschlich sprechen, wenn wir ihn begeistern können, wenn der merkt, es geht uns dennoch gut, wir sind in unserer Lebensfreude, dann passiert was völlig anderes. Mein Bankdirektor hat damals gesagt, ich verstehe gar nicht, warum Sie so gut drauf sind. Und das ist aber das Entscheidende. Das heißt, dann können wir die Leute auch gewinnen. Und dann weil das löst ja Vertrauen bei den Menschen aus, die Begeisterung, die wir haben. Schön, ja? schön. Du motiviert es. Und ich habe mich auch schon so gefreut auf das und habe jetzt doch noch eine ergänzende Frage. Wir sprechen ja mit vielen Menschen und die Idee oder die Frage ist ja, was macht dich einzigartig? Wo ist dein Potenzial? Was würdest du machen, wenn du kein Geld verdienen bräuchtest? Und gehen davon aus, dass über diese Schwarmintelligenz ganz viel Neues entstehen kann. Und wir sehen uns als Vermittler, weil du hast eine Idee, was mache ich mit der isoliert? Ich kann nichts anfangen, aber die ermutigen, du bist ein entscheidend wichtiges Puzzlestück. Selbstermächtigung, Eigenverantwortung und immer, wie du sagst, diese Lebensfreude, auch alte Glaubenssätze wegzulassen, du bist nichts wert, mach dich nicht wichtig und alles, dass man jetzt echt sagt, es ist ganz, ganz wichtig. Und auch wenn wir oft selbst nicht wissen, was mein Potenzial ist, da zu forschen. Und ich glaube jetzt, der Punkt, ich wollte es eigentlich als Frage stellen, aber ich gebe mir jetzt selber die Antworten, wäre wirklich das, ein aufbauendes Umfeld zu schaffen. Sich nur mehr zu beschäftigen mit dem, was dient, was Freude macht, was mich stärkt, was mich nährt und da also ein bewusst gemeinsam Leben schaffen. Und dann ist auch, glaube ich, die Freude da, weil man auch die Bestärkung untereinander in einer Gruppe kriegt, oder? Also wenn ich ganz viel Geld hätte, ja, man sieht also, ich habe es nicht. Wenn ich ganz viel Geld hätte, ich würde das, was ich jetzt mache, immer noch machen. Also ich würde an meiner Arbeit, an dem Bücherschreiben, an der Allianz für Gesellschaft und Landwirtschaft, wo ich im Vorstand bin und Projekte mit vorantreibe, daran würde ich nichts verändern. Da würde ich nicht mehr arbeiten. Ich würde vielleicht ein bisschen reduzieren. Ich würde mir von dem vielen Geld, würde ich mir ein sehr schönes Grundstück in Griechenland, ein Meergrundstück kaufen mit meiner Familie und Freunden, eine Oase schaffen, wo Menschen sich erholen können und runterkommen, bevor sie einen Burnout bekommen. Aber vom Inhalt meiner Arbeit würde ich nichts verändern. Also da habe ich das Gefühl, dass ich angekommen bin und dass ich bin jetzt 69, mir macht meine Arbeit einfach Riesenspaß und ich stehe auf und habe einfach die Vision von gesellschaftlicher Veränderung, von Agrarwende, von Zusammensein von Menschen. Wenn Menschen glücklich zusammen sind, ich würde auch gerne in einer Lebensgemeinschaft leben, beziehungsweise diese Lebensgemeinschaft dann ins Leben rufen. Das macht unser Leben aus. Schön. Joachim, ich freue mich. Und wenn wir glücklich sind, ja, dann braucht man nicht kompensieren und das noch kaufen und das noch kaufen und das noch kaufen, dann hört die Überproduktion dann automatisch auf. Schön, also wenn wir keine Ersatzbefriedigung mehr haben, dann haben wir es in dem Sinn geschafft. Ich freue mich auf eine Fortsetzung, sehr, sehr authentisch, du sprühst, dass du lebst, das kommt absolut rüber. Vielen, vielen Dank einmal vorerst. Ja, bitteschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Georg.